What's going on there? My name is Andy Jess, and welcome to the next time video here of this canal. Das war ziemlich cool, oder? Leute, das sollte ich öfter so machen. Ich sehe aus wie ein Tänzer oder so. Nun, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, sind momentan die Feiertage. Und vielleicht siehst du das Video irgendwann später. Aber momentan ist Weihnachten. Und ich dachte mir, hey, was ist die beste Sache, die man an Weihnachten tun kann? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, Menschen quälen. Ich meine, das geht immer, egal ob Weihnachten ist oder nicht. Deswegen spielen wir heute Happy Room. In dem Spiel müssen wir einen Menschen quälen. Und dann können wir ihn noch mehr quälen. Weil fürs Quälen bekommen wir Geld. Das klingt echt falsch, aber das ist die Wahrheit. Wir bekommen Geld fürs Quälen. Du hast schon richtig verstanden. Du bist hier auf so einem Kanal hier auf YouTube gelandet. Nun, wie ihr sehen könnt, ich sehe verdammt schick aus. Es ist wirklich unglaublich. Und naja, ich bin gerade vom Heiligabend nach Hause gekommen und jetzt chill ich hier und nehme einfach ein Video auf. Dann nehme ich mal bitte keine Videos auf. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Wäre das ein Job für dich, andere Menschen zu quälen und dafür Geld bekommen? Ich bin jetzt ehrlich, ich glaube, das wäre ein bisschen zu hart. Ich bin nicht der richtige Typ dafür. Leider habe ich ein Gewissen. Mann, sowas ist voll nervig. Ich will kein Gewissen haben. Wieso hat man sowas wie ein Gewissen? Im Endeffekt spielt das doch eh keine Rolle. Obwohl, das ist schon ziemlich gemein, sowas zu tun. Aber hey, es gibt Menschen, die tun sowas, okay? Und da wir auch mal sehen wollen, wie es sich anfühlt, so ein Mensch zu sein, machen wir damit. Oder spielen ein Spiel, was ungefähr so ähnlich ist. Das ist sogar der Quälen-Simulator. Wortwörtlich. Ist aber nicht schlimm. Und ganz zu kosten ist abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es gemacht hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du mal benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und bist damit in einer der ersten. Du gehörst zu Glockengang. High five, Glockengang. 3, 2, 3. Im Verlies haben wir momentan 12 von 98 Waffen. Das muss ein Scherz sein. Erst 12 von 98, Bro. Für mehr davon, lass einen Daumen nach oben da. Wie sieht er jetzt bitte aus? Das ist ja wirklich unglaublich. Wirklich eine geile Frisur. Danke, denn ich liebe dich so sehr. Du bist ja die beste Frisur der Welt. Du bist der allerbeste. Ja, noch kannst du dich bedanken, ne? Aber Leute, ich habe eine ziemlich geile Idee, denn wir können ihn quasi quälen. Wir haben Spinnen, wir haben quasi alles. Aber Leute, lass uns mal ein paar Sachen austesten, denn wir wollen so viel Schaden machen wie möglich. Und diese Teile sind ganz geil. Und zwar, hier kann er nämlich reinfliegen, da kommt er nicht mehr raus. Wie wär's damit, Leute? Und wir können sogar, warte, wir können das sogar drehen, ne? Wenn wir wollen. Okay, das müsste aber okay sein. Jetzt bleibt er hier drin. Egal, wo er hin will, er wird nirgendwo hinkommen, okay? Das ist die einzige Stelle, wo er hin kann. Und wir können dann sogar noch die Teile hier dran tun, denn die Teile werden ihn dann attackieren. Oh, das wird so ein Spaß, Leute. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben hier sogar Sprengstoff. Lass mal hier Sprengstoff so alles reinquetschen, Leute. Boah, das wird so wehtun. Lass mal sehen, ob er überhaupt drin bleiben wird. Und? Oh mein Gott. Okay, er bleibt jetzt ganz drin. Und jetzt machen wir zum einen 300 Schaden durch eine Säge, was sehr schön ist. Und jetzt will mir so richtig viel Schaden. Okay, dann hier rein, bitte auf damit. Ich will das nicht mehr. Du hast keine Möglichkeit, okay? Du hast keine Möglichkeit. Wir brauchen viel Sägen. Das haben wir ebenfalls geschafft. Und naja, er leidet. Perfektes Weihnachten? Definitiv. Leider war es das, aber wir haben immer noch keine neue Waffe freigeschaltet, denn die neue Waffe kriegen wir erst ab mehr Punkten. Das heißt, wir müssen mehr Punkte haben, um die zu bekommen. Was aber in der Regel kein Problem sein sollte, denn diese Waffen machen eigentlich gar nicht so viel Schaden. Das ist quasi das Ding. Deswegen, wir könnten theoretisch... Ja, zum einen müssen wir die wegmachen, weil die... Ja, bringt nicht halt so viel in dem Moment. Die Minen machen wir auch mal weg. Die brauchen wir gerade auch nicht. Wir können das hier upgraden. 50% mehr Schaden. Oh mein Gott, das wird perfekt. Was ist das hier? Erlaubt das Platzieren von Bomben an Wänden und Decke. Das ist nicht schlecht, aber nicht gut genug, finde ich. 50% mehr Munition an den Segen. Das ist geil, Leute. Oh, das ist perfekt. Und jetzt pass auf, ich habe eine Idee. Da die jetzt mehr Schaden machen, können wir denen nochmal eine Chance geben. Ich meine, für mehr Schaden bin ich immer dabei. Wir platzieren die überall hin. Yeah, schau das mal an, Leute. Das ist der Wahnsinn. Können wir die auch... Na, ich platziere sie mal... Hier noch, ja, okay, jetzt let's go. Lass mal sehen, was passieren wird. Kommt der raus? Oh mein Gott, okay. Das ist gerade, oh mein Gott, okay. Wir machen gerade, oh wow. Oh mein Gott, das ist eine Menge Schaden. Wir kriegen so viele Waffen gerade. Das ist eine mega geile Taktik, Leute. Diese Taktik ist der Wahnsinn. Benny, wieso tust du mir das an? Du kannst nicht mal reden, okay? Du bist komplett eliminiert. Du hast keine Chance mehr zu reden. Ich verstehe gar nicht, wie du redest, Bro. Das war ziemlich geil. Wir haben eine Mini. Oh, oh. Das wird gefährlich, Leute. Das hätte mir das Spiel nicht geben sollen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben eine Axt freigeschaltet, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Was sehr interessant ist. Wir haben einen Stern. Okay, wir müssen sehen, wie die Sachen funktionieren, Leute. Lass mal kurz sehen, wie dieser Stern... Oh! Ah, aber die machen nicht so viel Schaden, ne? Ja, leider machen die nicht so viel Schaden. Das ist das Problem. Der Stern ist okay, aber macht leider nicht allzu viel Schaden. Das ist das Ding. Nun, wir haben hier so eine Axt, die sehr interessant aussieht. Lass mal kurz sehen, was die macht. Okay, also die macht sowas. Ist okay, ich habe eine Idee, was wir machen werden. Wir brauchen erstmal Bounce Pads, damit er in Bewegung bleibt, weil in Bewegung bleiben ist das Allerwichtigste, ehrlich gesagt. Wir haben Bounce Pads, die ihn nach rechts schlagen. Da können wir die ersten drei nehmen oder die... Ja, eigentlich reichen zwei, ne? Aber ist okay, Leute. Dann nehmen wir zwei hier. Perfekt. Und wir haben jetzt noch 2000, die wir verwenden können und die ihm mehr Schaden machen werden. Jetzt können wir die überall platzieren, wo wir wollen, aber das ist auch nicht perfekt, ne? Leider ist es nicht perfekt, das ist das Ding. Das ist echt schade, Leute. Morgenschnecke wir auch nehmen, aber auch nicht so perfekt. Wir müssen eine Methode finden, wie wir ihm mehr Schaden machen können. Dann haben wir hier Minigun. Probieren wir mal. Und go. Nein, bitte nicht, Danny. Doch. Bitte doch, Bro. Bitte doch. Oh mein Gott. Ja, Minigun, Minigun, Minigun.
Boah, Megan macht guten Schaden. Ich habe eine Idee bei der Minigun. Ehrlich gesagt würde ich ihn gerne... Ja, wir müssen mehr mit der Minigun machen, Leute. Definitiv. Mehr mit dem Minigun. Ja, yeah, guck mal, die Achse erwischt ihn. Das ist perfekt. Minigun? Beschieß ihn. Wieso beschießt ihn nicht? Die hat noch Munition, ne? Minigun hat noch Munition. Keine Ahnung, wieso sie nicht schießt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist er einfach nicht nah genug dran, aber ich habe eine Idee, was wir mit ihm machen. Wir müssen ihn nämlich dahin locken, weil er ist hier einfach nur ein Körper, der gar nichts macht. Jetzt Minigun. Sehr schön, Leute. Minigun macht guten Schaden. Wir spulen mal auf zwei vor, Leute. Schauen wir mal, was passieren wird. Ja, ich glaube, wir werden nicht genug Schaden machen für die nächste Waffe. Was aber in Ordnung ist. Aber die Minigun ist weg, leider. Was aber, wie gesagt, komplett in Ordnung ist, Leute. Ich habe eine ziemlich gute Idee. Wir wollen mehr Miniguns platzieren. Genau. Boah, Bro. Oh mein Gott, das ist so viel, ne? Und jetzt werden wir... Und jetzt halt dich fest, Bro. Du wirst es nicht glauben. Wir werden... Aber vielleicht wirst du es doch glauben. Wir werden nur diese Teile platzieren, die nur in eine Richtung gehen. Mehr nicht. Nur in eine Richtung. Und nur Miniguns, okay? Sodass ihn alle attackieren. Und er wird immer wieder zu den Miniguns gehen. Das ist eine ziemlich geile Taktik. Man kann natürlich noch eine bessere finden, aber die Miniguns schlagen ihn weg. Aber wir haben 800 Schaden mit dem Minigun gemacht, was ziemlich geil ist, Leute. Und die verschwinden leider nach einer Zeit, was sehr schade ist tatsächlich. Aber ich hätte eine Idee, wie wir ihn mehr von den Miniguns erwischen lassen können. Eine sehr gute Idee sogar. Und zwar benutzen wir eine Kreissäge, die aber natürlich in die richtige Richtung geht. Und dann wird er dahin gleiten. Er wird in seinen Tod gleiten quasi. Aber leider haben wir nicht genug Miniguns davon, ne? Wir haben leider nicht genug davon. Wir brauchen mehr. Genau, mehr. Perfekt, Leute. Dann machen wir noch eine hier hin. Und jetzt soll... Das sollte perfekt sein, Leute. Ja, vielleicht noch eine. Geht noch eine? Ja, noch eine geht, Leute. Perfekt. Und jetzt wird er da hingleiten. Und jetzt können die Miniguns anschießen. Jetzt wird er quasi Schaden bekommen. Oh, kannst du bitte weitergehen? Oh nein, hört einfach auf, oder? Oh nein, das ist blöd. In der Regel müsste man sagen, so müsste das besser klappen, weil er jetzt... Ich dachte gerade, er fällt gleich, aber... Jetzt wird er attackiert von fast allen, aber nicht allen leider. Das ist echt schade. Er kommt leider irgendwie nicht weiter. Also er bleibt leider stuck, aber vielleicht, wenn wir vorspulen... Nee, das war's. Das war's wortwörtlich. Und die Miniguns haben ihn nicht erwischt. Sie machen zwar guten Schaden, aber ihr seht, was der Nachteil ist. Verursache 750 Schaden mit Armbrüstenwerte, damit in einem Morgenstern steckt. Das ist eine gute Mission, die können wir gerne machen. Das sollte kein Problem sein. Wir nehmen den Morgenstern, wir nehmen gleich mehrere. Wir platzieren die alle... Ja, wir platzieren sie alle untereinander. Das müsste perfekt sein, Leute. Perfekt. Und jetzt nehmen wir einfach Armbrüste und dann müsste das die einfachste Mission sein, die es auf der Welt gibt. Ganz viele Armbrüste einfach. Genau, sehr schön. Ganz viele einfach, ganz viele. Das ist der Wahnsinn, Leute. Armbrüste sind echt stark. Vor allem nach der Verbesserung. Jetzt lassen wir ihn fallen. Und jetzt steckt er da drin. Jetzt attackieren sie ihn und wir haben die Mission geschafft. Sie attackieren ihn weiterhin. Wir kriegen super viel. Das ist der Wahnsinn, wie viel wir bekommen. 3000? Oh mein Gott, der bekommt immer noch Schaden. Ach du Kacke, das tut weh. Ja, das glaube ich dir. Platzieren Sie die Waffe auf den Block. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. 12 Armbrusttreffer, während sich ein Dummy auf einer Mistgabel befindet. Das ist etwas, was möglich ist. Obwohl, warte mal, die Mistgabel ist aber... Oh, das wird gar nicht so einfach sein tatsächlich. Aber ich denke, das müsste okay sein. Könnten wir probieren, theoretisch. Wir nehmen einfach ein paar Federn, die ihn abfedern werden. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall die Armbrust und dann... Hoffen wir mal, dass er wortwörtlich hier sein wird und eliminiert wird, okay? Das hoffe ich wirklich für ihn sehr. Während er sich auf der Mistgabel befindet. Und jetzt... Oh mein Gott, wir haben die Mission sofort geschafft. Das war mega episch. Wahnsinn, Alter. 20 Pfeile verfehlen ein Dummy. Hey, das sollte kein Problem sein. Wir haben es ja fast jetzt schon geschafft. Wir nehmen einfach die Mistgabeln weg. Und... Bitte verfehlt ihn. Mann, die verfehlen ihn nicht. Ah ja, ich weiß, wie wir es machen, Leute. Ich habe eine Idee. Und zwar machen wir es mit einem Teleporter... Wir werden einfach hier einen Teleporter platzieren und hier. Und jetzt wird er sich die ganze Zeit bewegen. Und sie werden ihn einfach befehlen. Der ganze Easy-Peasy, wir haben die Mission geschafft. Das war episch. Klebe ein Dummy mit Spinnweben an einen Block. Aha. Was ist dieser Block, der gemeint ist? Ah, meint er die Decke? Oder so? Lass mal kurz sehen. Wir nehmen einfach ein paar Spinnen. Genau. Und jetzt lassen wir ihn fallen. Jetzt sind Spinnen dort. Jetzt kleben wir ihn fest. Oh mein Gott, das ist aber nicht ein Block, oder? Bedecke die ganzen Dummy mit Spinnweben. Okay. Wow, also wir brauchen ganz, ganz viele Spinnen, um das zu schaffen, Leute. Sehr viele Spinnen, um das zu schaffen. Das wird eine Challenge. Aber das mit dem Block, ich weiß halt nicht, was der Block gemeint ist. Also wenn wir diese Mission schaffen wollen, müssen wir wirklich mehr Spinnen haben. Und ich habe schon die richtige Strategie dafür. Wortwörtlich. Ja, wir müssen natürlich jetzt hoffen, dass er zu der letzten Spinne kommt. Aber ich denke, ja. Ich denke, das müsste möglich sein. Und jetzt normalerweise bei der Anzahl an Spinnen sollten wir ihn 100%ig komplett bedecken müssen. Richtig? Alter, das ist schwer. Wie viele Spinnen soll ich denn bitte platzieren? Alter, das ist ja mal fast unmöglich. Wie soll ich das bitte machen? Ich hätte noch eine Idee, Leute. Und zwar wieder damit. Und zwar packen wir hier ein und hier ein. Jetzt platzieren wir hier Spinnen. Und jetzt platzieren wir hier überall Spinnen, sodass er mehr Spinnen bekommt. Und jetzt lass mal sehen, ob das überhaupt funktionieren wird. Das werden wir sehen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass er wirklich mit dem kompletten Körper voller Spinnweben ist. Und das ist ziemlich schwer, weil...
Naja, ihr könnt sehen, die Spinnen müssen zur richtigen Zeit sich einfach... Ja, das ist echt schwer, Leute. Vielleicht platzieren wir hier noch ein Bounce-Pad, was sie nach rechts bringt. Und dann packen wir hier noch mehr Spinnen. Wir brauchen definitiv mehr Spinnenweben, das ist das Ding. Mit dem Bounce-Pad, ja, wir haben fast alle bekommen. Aber irgendwie, ja, ja, komm schon, komm schon, komm schon, wir haben ihn gleich. Oh, es ist so knapp, es ist so knapp, es ist wirklich so knapp, Alter. Lass mal sehen, wie es jetzt sein wird. Ich habe die Spinnenweben ein bisschen anders positioniert. Ja, auch nicht ganz richtig, aber das ist Glück. Es ist sehr viel Glück. Wir schaffen es immer fast. Wir brauchen noch ein paar mehr Spinnen, um das zu schaffen. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, wo mehr Spinnen ran können. Oh, ich habe die Spinnen geupgradet. Ich weiß aber nicht, wie. Ich habe einfach drauf gedrückt. Oh, nein. Okay, probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es jetzt, Leute. Die Spinnen sind jetzt geupgradet. Das könnte sehr wohl klappen, oder? Und? Spinnenweben halten länger vielleicht? Oder so? Nein, es funktioniert nicht. Er will nicht. Dabei habe ich sie sogar verbessert, die Spinnenweben. Es scheint leider auch so, als hätten wir vielleicht sogar zu wenig Geld. Wir bräuchten echt mehr Geld, Leute. Ja, das kann nicht sein. Das ist zu viel Glück. Wir schaffen es fast. Wir brauchen viel mehr Spinnen. Wir brauchen deutlich mehr Spinnen, um diese Mission zu schaffen. Vorher geht's nicht. Ich glaube, Block ist ein Item, was ich noch nicht habe. Block kriegen wir noch. Jetzt verstehe ich, Leute. Das ist interessant zu wissen. Block bekommen wir also noch. Halte einen Dummy 15 Sekunden lang an einem Morgenstern. 190 Dollar gibt's dafür. Das ist eine Menge. Morgenstern. Und das eine Zeit lang, ne? Okay. Dann lass mal sehen. Ich platziere mal ein paar hier. Ganz random, Leute. Und mal schauen, was passieren wird. Das könnte klappen, oder? 15 Sekunden lang. Ist echt eine lange Zeit, ne? Sind das 15 Sekunden lang? Okay. Ah, so soll das so klappen, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, 15 Sekunden lang. Mehr, mehr, mehr. Komm schon. Wenn er kurz aufhört, dann haben wir ein Problem. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja, yes! Nice, wir haben die Mission geschafft. Das gab eine Menge Geld. Fügen Sie einem Testobjekt 4000 Schaden zu. Ziemlich schwere Challenge, aber machbar auf jeden Fall. 4000 Schaden, das geht auf jeden Fall... Mit Mine. Das könnte man machen, Leute. Ich habe eine geile Idee. Jetzt nehmen wir das hier, Teleporter. Und jetzt platzieren wir noch mehr Minen. Viel mehr Minen, Leute. Sehr schön. Oh mein Gott, das sind so viele Minen gerade, ne? Wir nehmen jetzt ein paar dieser Morgensterne, die den Charakter hier lassen werden. Also quasi dadurch wird er da bleiben, wenn er explodiert. Hoffe ich mal. Ein paar mehr Minen. Wir können richtig viele Minen platzieren. Das ist okay. Er wird alle aufsammeln. 3, 2... Bitte nicht leider, Minen. Okay, let's go. Auf geht's, Leute. Ganz viele Minen. Oh, wow, was zum Teufel ist da passiert? Wieso fliegt er raus? Ich glaube, das könnte aber auch Glück sein, Leute. Lass nochmal probieren. Nicht rausfliegen. Nein, nicht rausfliegen. Bruder, du sollst da bleiben. Lass mal sehen, komm schon. Oh, bleib doch da, verdammt. Lass mal ein paar wegtun hier, Leute. Fall jetzt runter, lass mal sehen. Ja, er bleibt da, seht ihr, das meine ich. Wow, das ist so viel Schaden, ne? Unglaublich. Und es war's noch nicht. Alter, perfekt, das ist die beste Methode, Leute. Heilige Kacke, das ist so eine geile Methode. Und wir haben den Block sogar freigeschaltet, was episch ist. Das ist der Block, Leute. Das war der Wahnsinn. Und jetzt haben wir eine Menge Spaß. Jetzt können wir mit dem Block einiges machen. Platzieren Sie eine Waffe auf den Block. Also den Block platziert man irgendwo. Und da kann man anscheinend irgendwas... Das ist, dient quasi als Wand. Hoffe ich mal. Keine Ahnung. Okay, irgendwie kann ich am Block nichts platzieren. Ich kann leider auf dem Block nichts platzieren. Sehr merkwürdig. Bedecken den ganzen Dummy mit Spinnenweben. Aber jetzt könnte es funktionieren, theoretisch. Ich habe jetzt so viele Spinnenweben platziert. Und normalerweise müsste er vielleicht alle erwischen. Ja, fast alle auf jeden Fall, ne? Und klar, reicht das? Nee, reicht immer noch nicht, Leute. Wir haben zu wenig Spinnen. Es sind immer noch zu wenig Spinnen. Klebe ein Dummy mit Spinnenweben an einen Block. Das sollten wir hinbekommen. Das ist echt nicht schwer. Wir platzieren einfach hier einen Block. Und jetzt platzieren wir hier Spinnen, eine Spinne. Und jetzt wird sie ihn dran kleben. Und das war die Mission, Leute. Schieße mit 5 Miniguns. Sollte ebenfalls kein Problem sein. Wir haben eine Verbesserung bekommen. Macht das Anbringen der Waffen oberhalb und unterhalb des Blocks möglich. Das ist ziemlich geil. Jetzt können wir nämlich normalerweise, wenn ich nicht komplett falsch liege... Ja, ein Minigun sogar hier befestigen. Oh mein Gott. Das ist sehr geil, Leute. Nicht schlecht. Wird aber nicht reichen, wir müssen 5 haben, ne? Ja, 5. Meint er mit 5 Miniguns gleichzeitig? Ich glaube, ja. Weil dann könnten wir sie einfach an die Wand platzieren. Okay, das wird aber trotzdem nicht so einfach sein. Wir brauchen ganz viele Bounce Pads, um das möglich zu machen. Und jetzt platzieren wir die Bounce Pads und jetzt geht er dahin. Und das war nicht die Mission tatsächlich. Wow. Wieso nicht? Jetzt! Jetzt ging's hoch, Leute. Müssen wir 5 Miniguns leer machen? Wir haben zu wenig Bounce-Pads übrigens. Und, nice. Komm schon weiter, weiter, weiter. Mehr Miniguns. Wir wollen die Mission irgendwie schaffen. Auch wenn ich sie nicht ganz verstehe. Ja, okay, 5. Okay, wir haben gleich 5. Hier haben wir jetzt. Komm schon, ein mehr. Ich glaube, wir müssen sie leer schießen, ne? Ja, wir müssen sie leer schießen. Nein, das war's. Yes, wir haben die Mission geschafft. Also wir sollten sie leer schießen. Interessant. 3000 Schaden durch Kobolde. Kobolde? Kobolde habe ich leider noch nicht. Schade. Ich liebe dich, Daddy. Du bekommst jetzt wieder deinen Helm, okay? Das ist richtig. Das ist dein Helm. Wir müssen jetzt viel mehr Schaden machen. Wie machen wir so richtig viel Schaden? Lass uns wieder denselben Schaden mit Bomben machen. Weil Bomben sind in der Regel auch das Beste. Bomben machen auf jeden Fall den besten Schaden im Spiel. Würde ich ganz ehrlich sagen, Leute. Wir brauchen aber 3 Morgensterne hier unten. Oder wir platzieren 4. Und den Rest machen wir nur mit Bomben voll.
Oh, wow, das wird ein Spaß. Wir platzieren sie alle so, dass er sie im Fall auf jeden Fall erwischen wird. Oh, das wird so schmerzhaft. Ah, ja, 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 das wird richtig schmerzhaft, Leute. Da sind eine Menge Bomben. Wir können auch noch eine Armbrust nehmen, zwei Stück. Und jetzt, let's go. Ganz viele Bomben, wir halten fest. Boom! Komm schon, yes! Wir haben die Kobold freigeschaltet. Let's go, das war, ist episch. Nice. Wir haben mehrere Waffen sogar freigeschaltet, das ist geil. Kleine Voodoo-Puppe. Ah, wenn wir die attackieren, glaube ich, wird auch verletzt, ne? So, so. Wir müssen 3000 Schaden mit Kobolden machen. What? Lass mal kurz austesten, was es überhaupt ist. Ah, sie attackieren ihn dann. Aber das ist, ey, das müssten echt viele Kobolde sein, ne? Ich meine, ein Kobold macht schon sehr viel Schaden. Aber ich, ah, das ist die Reichweite des Kobolds. Also, das erwischt ihn. Okay, also wir können ganz viele platzieren. Das ist das Gute. Ganz, ganz viele können wir platzieren. Lass mal ganz viele platzieren, Leute. Einfach hier überall. Ganz viele Kobolde. Sie werden, ah, das war's schon. Wir können nicht mehr haben. Wir können nicht mehr haben, Leute, das war's. Aber wir sollten 3000 Schaden schaffen, oder? Ja, wir haben 3000 Schaden mit Kobolden geschafft, sogar mehr. Kobolde machen also einen sehr guten Schaden. Und ich glaube, wir können sie sogar noch upgraden. Nur wie sieht das Upgrade denn aus? 50% mehr Ladungen. Oh mein Gott, lass es mal machen. Dasselbe probieren wir jetzt nochmal und schauen mal, wie Schaden wir machen werden. Weil wenn sie jetzt 50% mehr Ladung haben... Nein, die zwei Kobolde haben nicht geschossen. Jetzt schießen sie. Komm schon, der letzte auch noch. Oh mein Gott, Alarm. Ah, die schießen mehr. Oh mein Gott, 5000 Schaden, Guillotine. Heilige Kacke, Leute, das ist der Wahnsinn. Aber Leute, ich werde das Video vorerst mal stehen lassen. Hör mehr davon, lass einen Daumen nach oben da. Und kannst du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten. Dann wirst du auch benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und du wirst damit in einer der ersten. Und du gehörst zu Glocken-Gang. High Five, Glocken-Gang. 3, 2, 1. In der Beschreibung findest du mein Instagram und mein Merch. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!